Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Christian und in meinen letzten beiden Videos ist es um die Planungsarbeit auf dem Weg zu deinem Ziel gegangen, also um einen sehr wichtigen Punkt. Wir haben uns damit beschäftigt, wo du gerade stehst und was dich daran hindert, dein Ziel oder deine Ziele zu erreichen. Ich habe dir beide Videos unten in der Beschreibung noch einmal eingefügt. Heute beschäftigen wir uns damit, was du ändern kannst, um dein Ziel oder um deine Ziele zu erreichen. Bleib dran, wir sehen uns nach dem Intro. Paul Watzlawick hat einmal Folgendes gesagt. Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Wenn du etwas anderes haben willst, musst du etwas anderes tun. Und wenn das, was du tust, dich nicht weiterbringt, dann tu etwas völlig anderes statt mehr vom gleichen Falschen. Schauen wir uns dieses Zitat einmal im Detail an. Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Schau, und genau das ist das Problem von vielen Menschen. Sie haben ein klares Ziel, sie haben ein klares Bild vor Augen. Diese Menschen, die kennen auch ihr Warum und sie versuchen alles, um ihre Ziele oder ihr Ziel zu erreichen. Sie arbeiten mit Leidenschaft und mit Begeisterung an der Umsetzung ihres Zieles. Aber trotzdem treten diese Menschen auf der Stelle, weil sie nicht wissen, wo sie aktuell stehen. Weil sie sich über diese Frage auch überhaupt keine Gedanken machen. Und dadurch arbeiten sie immer weiter, immer härter an ihrem Ziel, aber sie treten eigentlich nur auf der Stelle. Statt dass sie das Problem an der Wurzel anpacken. Aber wie kannst du jetzt das Problem an der Wurzel anpacken? Es ist ganz einfach. Du solltest dich fragen, wo stehe ich jetzt? Weil wenn du weißt, wo du jetzt stehst, dann kannst du auch herausfinden, was dich daran hindert, dein Ziel zu erreichen. Und wenn du das weißt, dann kannst du dadurch auch herausfinden, was du ändern kannst, um dein Ziel zu erreichen. Es ist so, wie Paul Watzlawick es gesagt hat, also schauen wir uns jetzt den zweiten Teil dieses Zitats an. Wenn du etwas anderes haben willst, musst du etwas anderes tun. Und wenn das, was du tust, dich nicht weiterbringt, dann tu etwas völlig anderes, statt mehr vom gleichen Falschen. Ja, und dieses mehr vom gleichen Falschen wäre einfach, wenn du dir oder weiterhin blind an deinem Ziel arbeitest, ohne dass du dir Gedanken machst, wo stehe ich jetzt und was hindert mich daran, mein Ziel zu erreichen. Und das völlig andere, und das wäre, wenn du dir einfach über diese beiden Punkte Gedanken machst, also wenn du die Planungsarbeit sehr ernst nimmst. Schon im letzten Video habe ich dir empfohlen, eine Liste über all jene Dinge zu erstellen oder dass du dir Gedanken machst und eine Liste erstellst von all jenen Dingen, die dich daran hindern, dein Ziel oder deine Ziele zu erreichen. Wenn du die Liste noch nicht erstellt hast und dieses Video noch nicht gesehen hast, bitte spring noch einmal zurück zu diesem Video. Es ist unglaublich wichtig, dass du dir das in dieser Phase anschaust. Wenn du die Liste erstellt hast, wenn du das Video gesehen hast, dann machst du jetzt Folgendes. Nimm diese Liste zur Hand und setz dich in Ruhe hin und mach dir über jeden einzelnen dieser Punkte Gedanken, der dich eben daran hindert, dein Ziel zu erreichen. Und mach dir Gedanken, was kann ich ändern, um mein Ziel zu erreichen. Vielleicht ist es notwendig, dass du dir bestimmte Angewohnheiten abgewöhnst. Vielleicht ist es aber auch notwendig, dass du etwas mehr von etwas machst, was du in der Vergangenheit vielleicht vernachlässigt hast. Um es ganz einfach zu machen, lass in Zukunft einfach Dinge weg, die du in der Vergangenheit gemacht hast und die dich bei deinen Zielen behindert haben oder die dich bei deinen Zielen in Zukunft behindern würden. Und mach stattdessen Dinge, die du in der Vergangenheit eben vielleicht vernachlässigt hast, die dich aber weit näher zu deinem Ziel heranbringen, also die dir helfen, an dein Ziel zu kommen. Mir ist schon klar, dass das
total einfach klingt, aber wenn du ehrlich bist, dann ist es genauso. Weil wenn du die Planungsarbeit wirklich gewissenhaft machst, also wenn du aufschreibst, wo stehe ich jetzt und was hindert mich daran, an mein Ziel zu kommen, dann kannst du dir schließlich Gedanken machen, was kann ich ändern, um mein Ziel zu erreichen. Und genau so einfach ist es dann. Dann ist es in den meisten Fällen nicht mehr eine Frage des Könnens, sondern es ist mehr eine Frage des Wollens. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, diese Planungsarbeit, dieses Fragen, wo stehe ich jetzt, was hindert mich daran und was kann ich ändern, das ist keine Wissenschaft. Das kann jeder Mensch machen. Es geht halt, wie gesagt, meist nicht ums Können, sondern es geht ums Wollen. Aber wenn du wirklich etwas willst, dann bin ich mir ganz sicher, dass du einen Weg findest und dann bin ich auch davon überzeugt, dass du Erfolg, Erfüllung, Glück und Zufriedenheit in deinem Leben finden wirst. Und genau das wünsche ich dir. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Schreib mir gern deine Meinung, deine Fragen unten in die Kommentare. Ich versuche deine Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Ganz, ganz wichtig, abonniere bitte diesen Kanal, damit du immer laufend über neue Videos informiert wirst. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao, dein Christian.